Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Thief, Folge Nummer 30. Wieso muss ich da immer nachdenken? Ich gebe es doch gerade erst ein. In mein Aufnahmeprogramm. Na egal, wir haben ein wenig Gruppenkuscheln verursacht und sind von den Wachen entdeckt worden, aber die Situation haben wir bereinigt. Hat schon seinen Vorteil, wenn man alle Wachen aus dem Weg kommt, kann man sich nämlich hier frei bewegen. Eine Haarbürste klauen. Was sind wir doch für ein gemeiner Verbrecher? Gehen in fremde Häuser und stiehlen Haarbürsten. Das ist schon wieder so ein ekelhaftes Bild. Wieso hängen die alle so blöde Bilder? Ja, überall so blöde Bilder. Wieso hängen die alle so blöde Bilder auf? So. Ist hier sonst noch wer? Schaut nicht so aus. Hier ist vielleicht noch was. Nö, auch nicht. Nur ein Schrank, in dem wir uns verstecken könnten. Ich frag mich ja, wo das Studierzimmer von dem Kerl ist. Erdgeschoss. Hallo Vogel, du greifst gar nicht. Können wir die aufmachen? Eine Haarbürste und ein Parfümflakon. Jetzt kräht er natürlich. Scheiß Vogel. Was haben wir denn hier? Ich wollte keine Revolution. Ich hatte ein schönes Leben. Was soll ich jetzt machen? Schlafen gehen. Meister Easling macht es richtig. Ich sollte mich in den verdammten Keller einsperren. Der Meister Esig ist im Keller. Das heißt, wir müssen hoch. Die Schwarzkittel sind alle ohnmächtig. Im Keller sind bestimmt noch mehr Leute. Nahrung ist voll. Oh, fuck. Gucken wir uns erstmal hier oben weiter. Jetzt ist ja noch irgendwas. Was ist denn hier? Eastwick wird sich vor dem Baron verantworten. Dafür sorge ich. Noch mehr Wachen. Das ist wahrscheinlich der Eingang da vorne. Haben wir hier? Sieht aus wie ein Studierzimmer oder sowas. Eine Brücke. Ein Arbeitszimmer ist das hier. Brief. Madeleines Brief. Theodore. Oder Theodor. Dein Verschwinden aus der Bibliothek mag das Personal amüsieren, aber ich finde deine Tricks ermüdend. Du hast noch nie ein echtes Buch gelesen, geschweige denn die Fälschungen in deinem Privatregal. Wenn du mir schon aus dem Weg gehen möchtest, kannst du dir wenigstens etwas Mühe geben. M. Also M. steht wohl für Madeleine. Woher wissen wir das eigentlich, dass es für Madeleine steht? Also wieso, woher wissen wir, dass der Brief von Madeleine ist, wenn der nur mit M. unterschrieben ist? Ist hier sonst noch irgendwas? Hier bei dem Bild. Ist das ein Gebäudeplan? Oder ist es für den Turm? Das wäre mal ganz interessant, wenn hier ein Gebäudeplan wäre. Tintenfass. Ich glaube, das hier ist der Turm. Oder soll der Turm sein? Das Haus, in dem wir uns gerade befinden, nehme ich an. Kann man das mitnehmen? Nee, ne? Ah, eine Übersicht oder was?
Über das Viertel oder über das Gelände? Oder einfach nur so ein Viertel. Block, den er bauen will, Architekturen will. Planen will, so. Plant. Finden wir oben vielleicht noch irgendwas, bevor wir hier weitergehen. Und hinten fast. Keine Schubladen. Theodore Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. In das Studierzimmer. Meister Eastwick, komme ich es nur wäre geschickt. Einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Meister Eastwick, öffnet die Tür! Die Tür hat gar keinen Griff. Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Mein Nacken schmerzt. Verstehen wir mal das Bild von der Kaninchenfrau? Sieh an, was haben wir denn da? Der Überfluss an Leere. Auf der Rückseite sind mit dünner Füllerlinie verrückte Worte gekritzelt. Ränke führen zu vielerlei rostbraunen Abenteuern. Frisch geernteter Mais verschafft das befriedigende Gefühl. Und Kaninchenmöpse sind die besten Möpse. Das steht da auch noch. Das habt ihr nur nicht gesehen. Hey. Ich finde dich, Bürschchen. Ja, das war gar keiner. Das war ein Wind. Der Windstoß, der dich angestupst hat. Im Namen der Wache des Barons. Zeig dich. Er muss abgehauen sein. Ist hier noch irgendwas? Oder waren wir da schon drin? Ist also irgendwo ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihn denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, macht nur. Ich sehe mir den Raum mal an. Geheimer Eingang? Der kommt wie gerufen. Ah ja. Aha. Euer Meister Eastwick hat was zu verbergen. Sonst würde er sich nicht in seinem Zimmer einschließen. Ach, ich verstehe auch nicht, warum er sich der Wache widersetzt. Irgendwas stimmt nicht. Weil er was zu verbergen hat, widersetzt er sich der Wache. Ich hätte auf das Bücherregal getippt. Aber das sieht normal aus. Vorsicht mit den Büchern. Die sind wesentlich mehr wert als ihr. Bücher sind niemals wert. Der Verräter sollte sich lieber verstecken nach allem, was er getan hat. Unter dem Boden vielleicht? Sind die locker? Tut mir leid, Officer. Sehe ich etwa aus wie ein Teppichklopfer? Was ist hier los? Geh schon, sieh dich um. Nichts ist los. Wir erschrecken immer die Vögel. Das ist total nervig. Wir müssen in den Keller. Die Wachen denken vermutlich, er sei oben. Aber wir wissen es ja besser. Da ist der Koch. Bei Roxanne. Schlagen wir den mal sicherheitshalber K.O. Eine vollständige Flasche oder eine vergoldete Flasche. Irgendwas mit V und Flasche.
hier noch? Sonst ist hier nichts. Nur ein fetter Koch. Ja, komm mit, du schwerer Mann. Du bist beim Kochen eingepennt. Geht's in den Keller? Da sind Münzen oder Scherben auf dem Boden. Das ist nicht so gut. Was haben wir denn hier? Ein Wurfobjekt. Wurfobjekte. Oh, ein Schalter. Okay, jetzt sind wir... Bevor wir da lang gehen, will ich wissen, ist hier vielleicht noch irgendwo was? Inventar voll. Was bringt das hier, wenn wir es durchschneiden? Neue Karte. Keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat, aber irgendwas wird es schon gebracht haben. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht haben soll. Ist das etwa ein Zweiteingang? Das Haus, ein Eingang, den wir vorher nicht gefunden haben. Durch den Keller. Da sind Fallen. Muss ich vorsichtig sein. Vorsichtiger. Hier sind wieder Fallen. Da ist die Druckplatte. Der Mann hat viel zu verbergen. Wäre die Lage anders, würde ich das hier genießen. Können wir vielleicht die Fallen ausschalten? Neue Karte. Aha. Nur der Mann. Geheimnisse sollten nicht in Glashäusern sein. Aha. Wie denn hier? Ach, wir sind wieder draußen. Na dann. Können wir wieder reingehen? Okay, dann hat das Ding auch einen Kellereingang. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Fallen ausgeschaltet haben. Ich stelle es mal lieber nicht auf die Probe. Falls ich das Spiel nochmal durchspiele oder ihr das Spiel durchspielen wollt, jetzt wisst ihr, wo der eigentlich. Jetzt haben wir einen Aufzug gefunden. Aha. Hm. Ich hätte gehen sollen erstmal. Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Tja, ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne.
funktionierenden Fahrstuhl in seinem Haus. Das ist ja super. Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Gebaumelt hätte er so oder so. Ich suche das Studierzimmer nach den Plänen des Burgfrieds. Theodor Eastwick, Diener des Löwen! Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen! Die werden wir bestimmt noch erwischt in dem Raum, dann denke ich, wir waren das. Da sind die Pläne. Ist hier noch irgendwas anderes? Können wir ihn runterlassen? Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Das ist die Wache, die schon die ganze Zeit dein Degen haut. Die wir gestoßen sind. Oha. Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Löse das Diorama-Rätsel. Der Typ da draußen, der dagegen hämmert, der nervt irgendwie. Wir müssen ihn bestimmt noch runterfallen lassen. Also runterfallen lassen. Um das Rätsel zu lösen. Das hat bestimmt was mit deinem Schatten zu tun oder so. Meister Eastwick! Öffne die Tür! Kann der mal die Klappe halten, sonst gehe ich gleich raus und hau den um. Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. So, das Modell aufstellen wie das Gebäude. Bevor das Gebäude einstürzt. Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? Aber wir sollten vielleicht von unten anfangen. So müsste es doch stimmen, oder? Oder nicht? Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Die Fenster sind's, auf die wir achten müssen. Das ist schon eine geniale Konstruktion. Stiehl die Pläne und entkomme. Theodor Eastwick, Diener des Löwen, auf Befehl des Barons Elias Northcrest. Keine Bewegung, denkt nicht! Der Architekt ermordet! Auf frischer Tat ertappt, tötet ihn! Wegrennen. Ah, Scheiße. Verdammt. Hoch oder runter? Hoch. Scheiß Raben überall. Jetzt werden wir auch noch des Mordes angeklagt. Wer waren wir das gar nicht? Mal sehen. Diese Öffnung am Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und was ist das?
Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein. Neues Dokument. Birkfield-Pläne. Aha, Kombination des großen Tresors und Madeleines Brief. Okay, die Wachen werden wir los. Und wir sind entkommen, werden jetzt aber wahrscheinlich auch des Mordes beschuldigt. Naja, wie es weitergeht, das erfahren wir dann natürlich erst in der nächsten Folge, wo wir uns dann zum brennenden Bergfried begeben. Bis dahin, tschüss!